Kerzen gehören zur Weihnachtszeit wie geschmückte Tannenbäume und Plätzchen. Auf einem mit geknitterter Alufolie gestalteten Stern ist eine Kerze dekoriert. Kleine Weihnachtskugeln und eine Perlengirlande verschönern die Dekoration. Das Bastelobjekt schmückt Tische, Fensterbänke und vieles mehr. Die Vorlage des Sterns befindet sich unter dem Video. Druckt die Vorlage sofort auf ein festes Papier, dann erhaltet ihr beim Ausschneiden sofort die Schablone. Übrigens, lasst nie eine Kerze ohne Aufsicht brennen. Für die Weihnachtsdekoration benötigt ihr nun folgende Materialien. Weihnachtskugeln. Ich habe hier mal welche genommen, die haben einen Durchmesser von 2,5 cm. Diese haben einen Durchmesser von 2 cm. Eine Perlenkette in Silber, die Perlen haben einen Durchmesser von 8 mm. So, weiterhin eine Kerze, die hat so einen Durchmesser von 4,5 cm. Ein Bleistift, eine Schere, eine Pappe, eine Alufolie und einen Heißkleber. Mit Hilfe der Schablone habe ich nun den Stern auf die Pappe übertragen und anschließend habe ich ihn ausgeschnitten. So, da ist er. Den lege ich mir jetzt hier hin. Dann habe ich zwei solche Stücke von der Alufolie gerissen. Diese erste Seite knuddel ich jetzt mal. So, mache sie vorsichtig wieder auseinander und lege sie mit der glänzenden Seite nach unten. Drücke sie ein wenig platt, nehme den Stern, streiche ihn mit Klebstoff ein, vor allem die Spitzen. Und drücke ihn auf das Papier. So, die Spitzen gut andrücken. In der Zeit, wo der Klebstoff trocknet, kann ich rundherum das Alupapier schon mal wegschneiden. So, dann schneide ich rundherum und zwar immer zu diesen Einkerbungen das Papier oder die Alufolie durch. Dann streiche ich die Spitze mit ein wenig Klebstoff ein und biege die Alufolie nach innen. Das mache ich jetzt mit jeder Spitze so, dann sieht der Stern von der Rückseite so aus. Das ist die Vorderseite, die ist jetzt richtig schön strukturiert. Dann nehme ich die andere Folie, lege wieder die glänzende Seite nach unten, dann versäubere ich die Rückseite und zwar streiche ich hier überall Klebstoff ein oder Klebstoff drauf. Klebe den Stern auf die Folie und schneide die Sternenform, wenn der Klebstoff getrocknet ist, aus. So, zunächst klebe ich die Kerze nun mittig auf den Stern. Der Wachs löst sich dann ein bisschen durch die Hitze und verbindet sich mit der Alufolie. So. Jetzt habe ich hier Kugeln, die sind ein bisschen größer wie bei dem anderen Modell, die klebe ich folgendermaßen auf. Ich gebe hier unten Klebstoff auf. Ich habe vorher dieses Hütchen hier entfernt oder das Krönchen und setze nun die Perlen rundherum auf. Dabei muss ich vorher mal so ungefähr gucken, ob das eng geklebt werden muss oder ob die genau passen. Kann ich mir sie so hinstellen und dann versuchen, ob ich sie
weit auseinanderkleben muss oder eng zusammen. So, das mache ich dann rundherum. So, jetzt klebe ich die letzte Kugel ein. Das passt bei mir jetzt ganz genau. Der Klebstoff muss ein wenig trocknen. Und dann nehme ich die Perlenkette, lege die hier unten rundherum und verklebe die Enden. So, das passt schon mal bis dahin. Das getrocknet ist, ziehe ich das noch mal ein bisschen nach hier. Guck, wie lange ich die Perle, da kann ich eine abtrennen. Und ergänze die letzte oder klebe die letzte hier fest. So, ist mein Kerzenständer fertig. Einmal mit kleineren Kugeln und einmal mit größeren. Habt ihr noch Lust auf mehrere Bastelobjekte? Dann abonniert doch meinen Kanal. Ihr erfahrt sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.